Ich habe einen Termin mit Mr. Carver. Es gibt da einige Fragen des letzten Urlaubs. Hallo und willkommen zurück zum fröhlichen Sterben hier in Far Cry. Ich lade wieder den letzten Spielstand. Ja, beim letzten Mal Schiffe versenken, holla die Waldfee. Ging ja nicht so gut. Oh ja. Zack, dann können wir hier gleich nochmal mit dem Aussteigen und Scannen der Umgebung weitermachen, dass wir hier die ganzen bösen Buben okay, auf dem Radar haben. Ich sehe den Flugzeugträger, aber wie komme ich da rein? Ich war zwar nur einmal dort, aber ich glaube, er hat an der Seite ein Loch, durch das man in das Innere gelangen kann. Aha, da müssen wir durch die Lücke, dann treffen wir die Boote da hinten. Wollen wir mal sehen, was da sonst noch so auf uns wartet. Diesmal bleibe ich mit dem Raketenwerfer doch ein bisschen mehr in Deckung. So. Damit ich da hinten die Boote erwische. Komm, hier einparken. Und zack. Na? So, das war da hoffentlich. Dann kriegt der noch eine. Der kriegt noch eine. Da oben sitzt garantiert auch einer drauf, der einen Überblick hat. So, nochmal da hinten auf die Boote. Na, den da am Bug scheine ich immer noch nicht zu kriegen. So. Da oben kriegst du noch mal eine. Da hinten auf Deck setzen wir noch mal eine. Machen wir hier mal richtig Feuerwerk. Ich finde den Raketenwerfer geil. So. Zack, da hauen wir auch noch mal eine rein. Da unten auch. So. So, und dann schauen wir mal, ob da noch einer steht. Jawohl, die Boote hinten sind weg. Hier, das Deck ist aufgeräumt. Das Oberdeck. Ach, da stehen sie doch tatsächlich noch. Da hinten steht auch noch einer. Okay. Ziele erfasst. Auf den Raketenwerfer. Und jagen wir da mal einen hin. Jagen wir da mal einen hin. Machen wir da noch einen rein. Und da hinten aufs Achterdeck muss auch noch einer. Okay, der ging zu hoch. So. Jawohl, der hat Kabum gemacht. So, den gelben Punkt vom Fadenkreuz, den sieht man ein bisschen schlecht. Weil die Dinger dürfen ja nicht auf dem Flugzeugträger vorbeifliegen, sondern müssen ja da irgendwo schon explodieren. Damit sie da auch auf Deck aufräumen. So, gib mir schöne Explosionen. So. Okay, nichts mehr da. Klick. Und ups. Da steht doch tatsächlich noch einer. Da steht auch noch einer. Ach, okay. Dann wollen wir da mal kräftig durch. Weil dann sind noch, da sind garantiert noch genug böse Buben im Schiff drin, ne? Und solange wir die Muni hier haben, kann man sie auch versemmeln. Die Boote hinten haben wir ja erfreulicherweise fertig gemacht. So, nochmal kontrollieren. Da oben steht noch einer und da hinten steht er immer noch. Das gibt's doch nicht. Quatsch, nicht hinlegen.
Wieso hat er da hinten einen Raketenwerfer? Ich sollte hier... Shit! Ach komm, machen wir gleich nochmal weiter. Das heißt, wieder nochmal von vorne los. An der Stelle, fürchte ich. Jawohl. Na, drehen wir den mal gleich so weit rum, dass wir hier sauber den Flug okay, auch erwischen. Ich sehe den Flugzeugträger, aber wie komme ich da rein? Ich war zwar nur einmal dort, aber ich glaube, er hat an der Seite ein Loch, durch das man in das Innere gelangen kann. Auf dem Weg. Und wir klopfen schon mal an, ne? Na, oh, die fliegt so lange. Gib mir schöne Explosionen. Na komm, da kommt auch noch mal einer hin. Da kommt einer rein. Na, da kommt auch noch einer rein. Und wir schauen wieder mal, ob wir was sehen. Da sind noch einige von den bösen Buben übrig. Da oben haben wir den auf dem Achterdeck, der letztens den Raketenwerfer hatte. Den haben wir erwischt. Und auf dem Vorschiff ist noch einer. Okay. Zack, zack, zack. Wieder zurück in unsere Feuerstellung. Also, zack. Dahin. 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 Mal sehen, fliegt er durch den... Nein, der geht da tatsächlich hoch. Sehr schön. Und kommt hier noch einer aufs Vordeck. Und... Da ist doch tatsächlich ein Bötchen. Ich sehe dich doch. Ich kann dich nur nicht treffen. Oh. Blind feuern hier. Jetzt auch nur noch das Boot. Und der Typ da oben ist immer noch da. Da sammeln wir doch einfach nochmal schön rein. Okay, Raketenwerfer alle. Nochmal so ein bisschen hier durchgestreut. Den kriegen wir nicht. Da hinten auch nochmal rein, falls da noch Boote sind. So, und dann schauen wir mal, was jetzt noch steht. Na komm, also den... Mal hoffen, dass den einfach die Streuung hier fertig macht. Komm, ihr wisst ja, warum ich das auf leicht gespielt habe. Das sieht immer noch so aus, als ob der da steht. Jo, Tatsache. Kriegen wir ihn vielleicht. Okay, dann müssen wir den mal wahrscheinlich dann später so ausräumen. Jo, der versucht auch hier auf mich zu feuern. Ich schleiche mich mal erstmal wieder durch den Dschungel hier zurück. Okay, da ist doch noch was.
scheint doch noch irgendwo im Boot rumzuschwimmen. Hm. Okay. So, die Karre ist zwar halb Schrott, aber ich denke mal, wir kommen mit ihr doch noch. Holla, die Waldfee, nach Hause. Ja. Wühlen wir uns hier durchs Gelände. Zack, zack, zack. So. Und hier einfach mal abgestellt. Da oben war doch noch so ein Raketenstützpunkt. Und wer feuert hier mit Raketen auf mich? Sehe dich. Ausnahmsweise mal. Wenn auch nicht mehr allzu lange. Tja, nichts mehr zu sehen. Ist das etwa der Bursche oben aus dem Krähennest? Naja. Ich sollte jedenfalls erstmal wieder zurückfahren. Und mir ein Health Pack und eine Weste holen. Ne? So. Komm hier, die alte Mistkarre, die tut's noch, die bringt uns noch nach Hause. Hey Kiste, komm, gib Gas hier. Holla die Waldfee. Oh, das sieht so aus, als ob jemand mit einer Rakete nach mir geschossen hat. Ist da oben in dem Krähennest etwa doch noch einer drin? So, liegt hier noch die Muni von den Typen, die hier mal an dem Wagen standen? Jo, zack. Muni werden wir immer gebrauchen können. So, weiter geht's. Zack, und... Hier raus, da liegt noch Muni. Jawohl. Und ja, eigentlich müsste ich ja noch weiter zurück die Health Packs aufsammeln. Ja, könnte man eigentlich auch offscreen machen, aber ist ja der Sinn eines Let's Plays, dass ihr komplett dabei seid. Und hier durch den Dschungel ballere und Munition aufsammle. Oh, sind wir da schon voll? Ah, sieht so aus. Okay. Dann wieder zurück. Na, zum Auto. Hineingehüpft und, ja. Ah, das ist ja nicht... Dietstadt war ein Baum. Das ist hier nicht Far Cry. Das ist Flat Out. So, schwupp, einfach mal hier rausgehüpft und dann schauen wir noch mal... dass wir hier in den Hütten noch mal was finden. Hier haben wir erstmal... Da ist ein Health Pack. Sehr schön. Schwupp, da sind wir wieder hergestellt. Und... hier flog doch noch eine Weste rum. Die zu benutzen ist nicht dumm. So. Ja, hatte ich schon mal eine mitgenommen. Das heißt, hier ist noch eine. So, zackidi zack. So. Schwuppdiwupp. Und dann schnappen wir uns hier wieder unseren alten Mistkäfer. Zack. Und dann gondeln wir wieder zurück. So, mal sehen, wie das hier mit dem Wendekreis ist. Ja, so fahre ich halt aus der Fahrerperspektive und jetzt wisst ihr auch, warum ich alle meine Autorennspiele aus der Verfolgerperspektive fahre, ne? Jodololo, rum hier, rum hier, rum hier.
Oh, das Ding kann sogar sliden, so wie sich das anhört. Wow. Ditch. So. Zack, den alten Ofen parken wir hier mal. Und dann nehmen wir den alten Ofen hier. Na komm schon, Buggy. Ah ja, okay, der hat nur die Kanone. Ist aber wahrscheinlich ein bisschen geländegängiger. Schwuppdiwupp. Ja, ist auch ein bisschen fixer unterwegs. Das Teilchen. So, und dann schauen wir nochmal nach. Ach, den haben wir ja auch schon leer geschossen. Wenn ich das richtig sehe. Da oben steht aber nichts mehr. Ne? Da oben ist tatsächlich noch einer. Der hat vorhin mit dem Raketenwerfer auf uns geschossen. Dann wollen wir den Burschen mal klar machen, dass wir das gar nicht mögen. Ne? Oh, ist nur die Stelle, der Punkt. Keine Munition mehr. Okay. Dann, okay, schnappen wir uns den alten Eimer nochmal. Ach ja, Leute, ey, Ressourcenmanagement in Far Cry. Zack, 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 gondeln hier wieder zurück. Gott sei Dank ist das ja alles nicht so weit hin. Ja, tut mir leid, Wildschwein. So, und dann... Der hier ist aber noch schön aufmunitioniert. So. Autsch. Wenn er auch schon die ersten Kratzer im Lack hat. Oh, aber das bleibt ja bei keinem Auto aus. Und auch der hat nur die Kanone. So, schwuppdiwupp. Ja, ich brauche hier alles. So, Junge, da bin ich. Wo bist du? Na, noch da? Ja. Der hängt da genau auf dem Krähennest. Na. Und wieder mal nachgeschaut. Der ist immer noch da. Sag mal. Wie kriegen wir denn den da weg? Weil so... Treffen wir ihn auf keinen Fall. Muss ich mir nochmal ein Auto mit Raketenwerfer holen? Also irgendwie von hier aus ist das relativ deutlich... Okay, das poppt halt erst so auf, wenn man so rangeht. Okay. Dann machen wir mit dem Buggy mal einen kleinen Sturmangriff. Tralali, tralala, Attacke, wir sind da. Also, solange ich mich bewege, ist es natürlich auch schwer zu schießen. Aber ich bin halt auch ein bisschen schwerer zu treffen. Aber ich glaube, ich schieße so schlecht, dass ich wirklich stehen bleiben muss, um den da sauber ins Korn zu nehmen. So, jetzt scheint sich da oben aber nichts mehr zu bewegen. Jawohl, jetzt ist da oben Ruhe. Sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Erstmal wieder und in der nächsten Folge machen wir dann beim Schiffchen weiter. Hm? Eine Kreuzfahrt, die ist lustig.